Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces FM, letzten Part. Wo muss ich jetzt eigentlich testen? Zum Safe. Haben wir die Schwimmanzüge oder Badeanzüge gesammelt? Ich hoffe, es war's wert. Schrägstrich Cherias war's wert für 100.000 Gold, bitch please. Aber gut, Zeichen der Dankbarkeit hier in den Ruinen. These ruins look quite ancient. Yeah, they look like more Amarcian ruins. In fact, now that I think about it... You know something? Remember the heat ray cannon back in Fendel? Well, this guy is its counterpart. So this one was helping us the whole time and we never knew. Yeah, and so we should totally thank it. Namu, heat ray cannon. Huh? What does Namu mean? Okay, we're good. Okay, was auch immer sie damit meint. Was willst du denn hier? Puka Helmet. Art. By the way, das Sphärenschwert, was wir haben, war das Neart? Sieht nach einem Art aus. Oh, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Also kann ich bei dem sogar A-Arts machen. So, Sphärenschwert, please. Jetzt haben wir auch einen Grund, das zu benutzen, welches eher doch immer das Sphärenschwert nochmal drin hatte. Aber gut. Bei A-Arts-Gegner kann ich jetzt wieder A-Arts spammen. Das Sphärenschwert muss gelevelt werden. Pascals Badeanzug zurückgeholt. Tiefseetaucherin. Joa. Was haben wir hier? Ach, Trank des Lebens. Schön. Das vertraute Gefühl. Hey, haven't we seen something like this before? It seems this place conforms to the same design principles as those ruins in Fendel, where we activated devices to open doors, right? Yeppers, so as long as we remember that, getting through here should be a piece of cake. We will survive. Ich hasse es, wie diese komischen Sperrdinger, die hier doppelt gerade vorhanden sind, auf einmal, wenn man nah an den stehen, sich auf einmal transformieren und so einen scheiß Golem beschwören. Das tut echt weh. Du bist instant tot. Eieiei. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht allzu oft. Und tschüss. Ach, da gab's ja noch einen. Der wird sich jetzt verwandeln gleich. Oder? Nein, keine Chance. Okay. Es passiert auch meistens, wenn sie gerade fast gestorben wären. Okay. Für das nächste Gebiet habe ich schon das perfektere Team. Ich speichere trotzdem ab, weil es heißt, die Kämpfe werden etwas schwer. Bedeutet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Kämpfe ausweichen dürfen oder nicht. Gucken wir es einfach mal. Es empfiehlt sich auch Curry rein zu tun, aber tue ich mal nicht. So, was haben wir denn hier? Wir wollen damit die beiden Türen zum Leuchten bringen, logischerweise. Machen wir einmal da lang. Nach oben. Du musst nach unten. So, dieses Spielchen kennen wir ja bereits. Du musst logischerweise nach oben. Ich habe keine Ahnung, wo du hin musst. Auf jeden Fall nicht dahin oder dahin. So, und du gehst zur Tür. Weiß nicht, woran die Kiste ist. Ah, die ist immer noch da. Kristallmuschelschale.
Okay. Dann gucke ich mal gerade. Dann müsste ja hier rein theoretisch das zweite Item sein, oder? Ja, das geht weg, aber. Ja, nein. Sehr toll. Aber ein Golem sollte sowieso kein Problem sein. Besonders nicht, wenn wir ihn sowieso. Wow. Ich wollte gerade meinen Mystic Art machen, Mensch. Problem ist, sie geben Erfahrungspunkte. Nur irgendwie keine FP. So, warte mal. Wo müsste ich hier nach unten? Ja, das müsste mir nicht jedes Mal zeigen. Ja. Alice Trank Eggs. Joa, 1000 Alice regenerieren ist schon schön. So. Okay, es ist egal, welche Tür, also nehmen wir mal die untere, die am nächsten dran ist. Einmal drehen, nochmal drehen. Und den Kampf natürlich nicht verpassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, nicht unbedingt, dass die Gegner hier. Wow, warum ist die Kombo gerade wieder weg? Zum Glück trifft er mich nicht wirklich. Oh, Chariot, dein Angriff ist super. Macht schön Schaden. Nein, 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 nein. Diesmal habe ich gesehen, dass er es gemacht hat. Na ja, komm. Wird doch sicherlich, genau, einer wiederbeleben. Und jetzt werde ich erstmal instant total geheilt. Wow, dass du deinen Arm wirklich so weit rausstreckst, ist mir relativ neu. Aua, du tust weh, aber am meisten tut eigentlich nur die Verwandlung weh von diesen Viechern. Ich meine, verwandeln sie sich wirklich oder ist das so, sie wechseln irgendwie aus? So einem Ding, so ein Golem werden, das ist irgendwie. Naja. Verjüngung, Adeptentitel. Das müsste ich ja theoretisch auch instant meistern, aber wir haben genug zu meistern. Oder allgemein erstmal zu kämpfen. Und allgemein haben wir auch erstmal ein bisschen genug, um nachzuholen an Erfahrung. So, dann wollen wir doch mal das Sphärenschwert raushauen, so ein bisschen. Stop it. Oh nein, der verwandelt sich. Aber das ist ja relativ egal. Okay. Das Sphärenschwert hat schon eine gute Range. Warum ist jetzt schon wieder die Kombo weggegangen? Ich wollte doch nach einem Sphärenschwert nochmal meinen Dingsbums Mystic Art raushauen. Dann machen wir es eben jetzt. Ich muss sagen, die Erfahrung ist sehr schön. So, dann gehen wir einfach mal in den nächsten Raum. Und schon wieder ein Spielchen. Die Frage ist, wohin wollen wir? Das ist irgendwie logisch, dass ich das so machen soll. Okay. Ich lasse das einfach erstmal so. Der Pointer stimmt. Da muss der Pointer nur nach links. Oh. Super. Gegner. Wow. Wow. Wie zur Hölle haben wir dich bitte berührt für den Kampf? Gar nicht. Richtig. Aber du bist trotzdem da.
Oh, das geht irgendwie gar nicht mehr. Das ist uncool. Ich wollte gerade... Ach nee, geht ja nicht. Hat sie ja noch nicht freigeschaltet, ich Idiot. Kein Wunder, warum das nicht geht. Der Titel ist ja noch nicht mal annähernd gemeistert. Warum klicke ich da nochmal drauf? Müsste nur das hier machen. So, wir haben Traumgummi. Wegwerfen. Yay. So, du musst... nach da. Nachdem das natürlich nach unten gegangen ist. Du musst natürlich nach da unten. Frage ist erstmal, wo könnten hier noch Schätze sein? Wie ich sehe, soll hier irgendwo noch Aleth sein. Wow, an den Kampf kommt man gar nicht vorbei. Sehr nett. Aber gut. Aber das ist gerade so awesome mit der Combo. Wie wir einfach mal gerade so übelste Combo-Zahlen bekommen. Warum eigentlich? Was hat sich geändert? Irgendwie nicht viel, finde ich. Aber gut. Ich soll mich darüber nicht beschweren. So, die Frage ist, wo gehst du jetzt hin? Zwangsweise hier runter. Und wir bekommen Aleth. Nehmen, wegwerfen. Lass mich ran. Hier kommt es zum Kampf, den wir mitnehmen. Ja, super. Also die 200 FP, aber mal ganz ehrlich. Gleich einfach mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte das Teil bringt. Und dann vergleichen, wie viel wir eigentlich insgesamt brauchen. No. Ja gut, hier ein Schwert noch durchzubekommen war dumm. Okay. Pascal hat noch einen Titel bekommen. Wir haben viel zu viel zu leveln. So, dann sag ich mal, drehen wir. Das hier natürlich auch noch. Das hier auch. So, jetzt einfach mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte wir eigentlich brauchen. Warum sieht man das nicht? Da. Ja gut. Nicht so viel. Also nicht so viel brauchen, sondern so nicht so viel bringt der Typ. So, die Sache ist, jetzt brauchen wir beide. Ich mach das einfach mal. Ist ja eh egal, ich muss beide dreimal drehen, also passt das schon. Genau. Ich gehe mal davon aus, ich brauche beide. So, habe ich hier irgendwas übersehen. Ich glaube nicht, das sind nur die Items. Ich habe beide hier durchgebracht, also denke ich mal, dass das schon passt. So. Gucken wir mal hier oben. Für Galt. Ja gut, die nehme ich immer gerne mit, besonders da wir 100.000 ausgegeben haben. Wenn wir jetzt bald schon wieder in den 200.000 sind, aber die reichen nicht mal annähernd darauf, irgendwie Läden auf Level 10 zu bringen. Ja, ich gehe einfach mal hier lang. Könnte ja immer noch was sein. Aber hier ist diesmal nichts. Aber wir stellen kaputte Zahnräder her. Das ist ja auch schon mal etwas. Die können Laser schießen. Eigentlich sollte ich zuerst auf die gehen, aber... nee. Ich passe auf und weiche hoffentlich rechtzeitig aus. Wer es glaubt. Das könnten wir in der Theorie mit einer 50er-Kombo machen, nachdem der Titel gemeistert wurde. Joa. Wollen wir doch mal hoffen, dass dies auch bald passiert. Kaum habe ich den Titel, werde ich keine 50er-Kombo mehr schaffen. So, ein Level-Up für Charrier. Gehen wir runter. Warum so viele Kämpfe? Mit einer 20-Treffer kommen, ich glaube, das sollte kaum ein Problem sein. Da haben wir sie ja schon.
Okay. Den freien Hit nehme ich gerne. So. Ziehen wir unser Sphärenschwert durch. Holla, der hätte irgendwie keinen Schaden bekommen. Auf einmal war seine Leiste fast halbiert. So. Nicht leer. Leer wäre etwas zu übertrieben. So, wir verlieren nur Alice, weil wir hier in dieser Gegend auch die ganzen Items nicht 100-mal haben. Und hier haben wir das nächste Puzzle. Hier gibt es 3 Items, soweit ich sehe. Und wir müssen wieder beide... Ja gut, ich hoffe, ich mache das jetzt nicht wegen einem Kampf. Es war so klar, aber ich tue es trotzdem. Und warum tue ich das? Ja, weil ich nicht unbedingt weiß, ob das jetzt ein Kampf ist oder nicht. Oh, das wäre beinahe schon wieder eine 50er-Kombo. Ja, gut. Ich hätte gerne den Titel. Ach ja, und den Turtles-Laden muss ich ja auch noch maximieren. Das ist nicht schön. So, gucken wir erstmal, wo wir hier mitkommen. Du kannst ja nur in eine Richtung zeigen. Du kannst in der Theorie in 2 Richtungen zeigen. Die Frage ist, was wollen wir haben? Du wirst erstmal gedreht. Dann haben wir dich da unten, aber ich denke mal, wir gehen zuerst hier lang. Denn hier... zu einer Tür. Ein Moment. Keine Ahnung. Ich mache einfach, bis ich alles gefunden habe, was drauf steht. Zum Beispiel das, ein klarer Kern. So, ich weiß nicht, ob ich zur Tür will. So, hallo Gegner. Yay. Dich wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber was soll's. Du hast einen Alice-Schuh. Nimm das. Bist erstmal weggetreten. Ja, geil. Ist auch akzeptabel. 666. Ja. Das hier kann ich verschieben, ohne Bedenken zu haben. Ja, wie das. Wobei, nein. Achso. So und dann nochmal so. Dann ist das schon mal richtig gestellt. Brauche ich jetzt nur von hier einmal etwas. So, du guckst gleich nach unten. Dann habe ich eine Kiste. Sonst wäre ja ein Kampf gekommen. Ein Elixier! Damit haben wir ein Item, was wir brauchen, übersprungen. So, ich gehe mal davon aus, diesen Weg. Ja, hier war der Gegner. Da! Da ist noch das Letzte, was wir brauchen. So, von wo bekommst du denn was? Von hier unten. Das geht ja relativ flott. Ein Allesteiler. So, wo habe ich jetzt gedreht? Hier. Wir brauchen jetzt natürlich hier oben wieder, weil wir durch die Tür da oben gehen. Oder ich will durch die Tür hier oben gehen. Ich finde schon, dass wir uns auch mitbewegen. So, was haben wir hier?
komme hier nicht durch. What? Hier geht auf jeden Fall was durch. Im Text steht irgendwie Unlock Bo. Ach so, weil ich hier jetzt abgeschaltet habe. Wo habe ich hier was abgeschaltet? Hier durch. Ja gut, wir müssen dich nur ändern. Dann wird das schon. Ja, danke. Ach so, und wir sollen sowieso zuerst nach Süden gehen. Okay. Was auch immer in diesem Raum ist. Und ich glaube, wir gehen im nächsten Part erst weiter. Es werden noch sehr viele Rätsel kommen, aber ich glaube, im nächsten Part wird es etwas interessanter. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.